Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, ich sag mal so, natürlich ist Sport allgemein erstmal gesund. Das weiß ich natürlich. Ich weiß auch, bei uns auf der Arbeit gibt es ein Sportangebot. Wir haben einen Trainingsraum und sowas, weil gerade Informatiker, die halt den ganzen Tag im Stuhl sitzen, sag ich mal, haben da also viele Geräte gerade für Rücken und sowas, wenn man lange vorm PC sitzt, weil das nicht unbedingt gesund ist. Und ich sag mal so, ich mache auch so Rückengymnastik, habe ich auch so einen Ball in der Ecke liegen, mache ich auch manchmal, dass ich mich da drauf lege, einfach weil ich auch das machen muss einfach. Weil ich will jetzt nicht meine ganzen Krankheiten auflisten, aber ich bin aber dazu genötigt, es zu machen, wenn ich nicht dauernd schräg laufen will, sage ich mal. Ja. Auf jeden Fall, ja, Sport in dem Sinne wird natürlich helfen, aber ich meine, man hat sowieso die Hand auf dem Tisch liegen. Im Prinzip nötig ist es nicht, um im E-Sport gut zu werden, aber allgemein für viele Dattler ist es auf jeden Fall klar, sage ich, ist es ein Vorteil, wenn man es macht. Ja, aber du hast ja schon erwähnt, dass da auch das Asthma ein bisschen im Weg steht. Ja. Ich habe jetzt was gefunden, was ich fast noch am interessantesten fand an dir, ja? Ja. Also ich mag zum Beispiel, um eine Überleitung zu schaffen, die unheimlich intelligent klingt, ich mag ja sehr gerne Brownies zum Beispiel, ja? Und du bist ja eine sogenannte Brony. Brony, ja. Erklär doch mal den Zuschauern bitte, was das ist. Ich weiß nicht, ob die das wissen. Das ist mir vorher in meinem Leben erst einmal vor die Füße gefallen. Ich habe da vorher erst einmal was da gehört drüber. Und ich kannte da nur einen so ganz entfernt. Dann bin ich auf dich gestoßen und das fand ich schon sehr interessant. Erklär doch mal kurz den Leuten da draußen, die es nicht wissen, was ein Brony ist. Okay, also ein Brownie im Gegensatz der allgemeinen Glaubens ist kein Gebäck, nein, das wird anders geschrieben, ohne das W. Und ist eine Wortzusammensetzung aus dem Wort Bro, also für Bruder, und Pony, was von der Serie My Little Pony kommt, dem namensgebenden Serie, von der wir Fans sind normalerweise. Und zwar genau zu sein, My Little Pony, Friendship is Magic, aka Generation 4, kreiert von Lauren Faust, die unter anderem auch verantwortlich ist für die Powerpuff Girls und Foster's Home für imaginäre Freunde. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Genau. Auf jeden Fall, was kann man dazu sagen zu der Serie? Also, wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, ist es auf jeden Fall von Hasbro. Ihr kennt My Little Pony, das gibt es seit 1980. Und es ist mehr oder weniger immer mal wieder angelaufen in, ich glaube, 4 Generationen. Also 1, 2, 3, 3,5. Und jetzt in der 4. Generation haben sie sich entschieden, ja, wir machen das jetzt komplett neu. Lassen da ein unabhängiges Studio ran, also ohne, sag ich mal, direkt jetzt die Kalle darauf zu haben. Und haben sich Lauren Faust halt da als Designerin drangeholt. Und die hat das so genial umgesetzt mit einem Charme aller, ich müsste jetzt mal sagen, fast wie es jeder, weil es jeder kennt, weil es immer den Vergleich zieht, wenn ich es erklären muss, Darkwing Duck. Es ist einfach so, wer Darkwing Duck kennt, es ist, man weiß einfach, auf was für Anspielungen er anspielt. Auf die Superhelden, auf die Agenten wie James Bond, Batman und sowas. Es sind ja immer wieder Anspielungen da. Und dadurch würde ich Darkwing Duck nicht speziell als Kinderserie angucken, weil es einfach so gemacht ist. Man kann da als Erwachsener vorsitzen und lacht trotzdem mit, weil man einfach sieht, was da für Anspielungen gemacht wurden. Das begreifen die Kinder gar nicht. Der Witz ist da, sowohl für Jung und Alt, nur die Erwachsenen lachen aus einem anderen Grund darüber, als das Kind es vielleicht gerade tut. Also ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen. Und zwar mal ganz bewusst provokativ, könnte ich sagen, du stehst auf bunte kleine Ponys und hast ein Mädchenhobby. Wenn du es so ausdrücken willst, ja, das ist halt der allgemeine, ich sage mal so, das ist die allgemeine Sichtweise von der Sache. Wobei ich dieses Mädchenhobby, das ist ja immer das, was wir so vehement oder jetzt so über einen Haufen werfen mittlerweile. Weil ich muss mal einfach einwerfen, dass Rosa vor 200 Jahren noch die männlichste Farbe war. Zum Beispiel in der Modewelt. Und heute würde doch kein Junge mehr Rosa angucken. Naja, manche vielleicht schon. Ja, ich sag mal, keiner der Junge, der nicht als, ich sag jetzt mal, in dem negativen Sinne als gay abgestempelt werden will. Es wird ja, Rosa wird allgemein als gay abgestempelt. Jetzt pass auf, wir können gerne noch ins Detail gehen. Ich hätte auch wirklich einige Fragen. Ich habe dann auch noch einige Fragen zu dem ganzen Thema. Auf was ich aber noch hinaus will, ist, zunächst mal würde mich interessieren, was um Himmels Willen hast du dir deshalb schon alles Blödes anhören müssen? Weniger als man jetzt vielleicht glauben mag, tatsächlich. Was vielleicht aber an deiner Ausstrahlung liegt, oder? Keine Ahnung, woran es liegt. Ganz ehrlich, ich gehe nicht ganz locker mit der Sache um. Ich nehme das auch nicht zu krumm, wenn jetzt irgendjemand sagt, scheiß My Little Pony, das gibt's ganz oft, dass die Leute da rumhaten und sowas. Ich mache daraus keinen großen Fuss. Ich sage einfach, Leute, so ist es, da könnt ihr nichts dran ändern. Und egal, was mir an den Kopf werft, ehrlich gesagt, ist es mir scheißegal, was ihr davon haltet. Das ist eine Tatsache. Und was ihr nicht wahrhaben wollt, bitte, da ist der Deabonnieren-Knopf wieder. Also...
Und der Gag an der ganzen Geschichte ist ja, ich habe mich jetzt auch natürlich ein bisschen versucht reinzulesen, in 5 Minuten so ungefähr, damit ich ein bisschen mitreden kann, dass das ja bei Männern, das ist ja nicht so, dass du da der Einzige auf der Welt bist, sondern dass das schon so eine richtige Welle ist von männlichen Wesen zwischen 15 und 35, die das so irgendwie verfolgen. Ganz fantastisch. Ja, 80% der Fangemeinde ungefähr, ich schlag mich tot, wenn es nicht stimmt, aber so um den Dreh war das irgendwas mit 76%, sind in dem Alter und männlich eben. Also in dem genannten Altersraum und es zieht sich mehr oder weniger über die ganze Welt. Man müsste jetzt wirklich sagen, die größte Errungenschaft, die wir bisher so errungen haben, also um mal einen Maßstab zu geben, wir haben unsere eigene einen eigenen Dokumentarfilm finanziert. Wir haben genug Leute zusammengekriegt zu spenden, um eine Viertelmillion Euro zusammenzukriegen über weltweit und haben wirklich einen professionellen Film abgeliefert, im Prinzip. Ja. Was einfach nicht jedes Fandom von sich behaupten kann oder so. Ich muss nochmal auf die Frage zurückkommen, was du dir hast anhören müssen. Also mit Sicherheit kommen doch irgendwelche blöden Sprüche. Also ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass du schon mal auf jeden Fall mal in die homosexuelle Ecke abgestellt wirst, oder? Ja, also an meiner Sexualität wurde sehr viel gezweifelt. So nach dem Motto, ach Tio, komm, wenn du schwul bist, sag es uns einfach, dann nehmen wir das ja auch nicht so krumm und so. Natürlich habe ich das angehört. Meine Freundin hat daneben gesessen und drüber gelacht. Ja. Deswegen, also, ich gehe damit eigentlich offen um, wie gesagt, und ich habe damit kein Problem, wenn jemand meint, Sprüche reißen zu müssen, bitte. Ich habe schon andere Hobbys gesehen, die schlimmer beäugt wurden, und ich sehe daran eigentlich nichts Verkehrtes. Deswegen, echt? Also, was denn? Welche? Das interessiert mich jetzt auch. Oh, ich sag mal so, da gab es schon, wenn ich jetzt mal zurückdenke, da gab es so Karten, nennen sich Yu-Gi-Oh! Pokémon, sowas ist zum Beispiel komplett an mir vorbeigegangen. Und wenn ich dann so Leute in der 9., 10. Klasse sehe, so hier, Yu-Gi-Oh! Ne, dann, und die dann zu Turnieren gehen, wo sonst so 5-jährige Döpske rumsitzen, das wird doch genauso schräg beäugt, oder? Ich interessiere mich vor allen Dingen auch deswegen möchte ich noch einiges dazu wissen von dir. Ich bin jetzt hier gerade an der Fähre, da muss ich jetzt mal schauen, dass ich einigermaßen unfallfrei reinkomme. eine Frage noch ganz, ganz andere Art. Fernsehserie und so weiter ist gut, Filme, alles klar. Sammelt man da auch Figuren? Es gibt Figuren, es gibt allerhand von Merch, es ist klar, das ist Hasbro, die stellen Spielzeug her, die wollen was verkaufen. Ich muss gestehen, ich habe bis auf ein T-Shirt und einmal das komplette Set der Hauptfiguren habe ich mir gar kein Merch gekauft, brauche ich auch gar nicht, weil ich bin da selber sehr aktiv halt im Fandom, also im Fanbereich, ich schreibe Geschichten, ich lese Geschichten, also ich brauche kein Merch, ich weiß, was ich da ein Fan von bin, ich muss das nicht jetzt wie so eine Tuba in die Welt posaunen. Aber wenn jemand auf mich zukommt und fragt, werde ich immer sagen, ja, ich bin ein Fan der Serie, so nach dem Motto, weil ich sehe das nicht ein, dass ich die Welt damit nerven muss, in dem Sinne groß. Aber Merch und sowas, also irgendwas, dass ich irgendwas sammle, also wo ich dann losrenne und dann wie wild drauf bin, ne. Okay, also weil in mir ist der Sammler wach geworden, als ich das eben mitbekommen habe, dass du Brony bist. Jetzt warte, jetzt muss ich schnell übersetzen. Ach du Scheiße, wo muss ich denn hin? Genua, Nizza oder Marseille? Ich bin so ein Erdkunde-Depp, deswegen muss ich jetzt noch auf der Karte gucken. Erdkunde, das habe ich damals noch mit Where in the World is Carmen Sandiego gelernt auf dem Super Nintendo. Ja, das kenne ich natürlich auch noch von früher, aber das nicht, dass ich davon noch was wüsste. Okay, also Genua sieht gut aus. Da bin ich ja bislang über... Genau, Marseille ist ja ganz woanders und Nizza ist da. Nee. Also Genua passt. Wir müssen nach Genua. Das machen wir jetzt schnell. Genua. Zack. Aufbrechen. Und dann wird einfach geladen. Ja, das wird nicht gezeigt, leider. Oh, so viel zur Simulation, wa? Ja, aber es wird auch ein bisschen lang dauern. Ich meine, die Fahrten sind schon echt lang genug, ne? Ich sag mal so, bei WoW haben sie den Leuten auch jahrelang zugemutet, sich die langen Flugzeiten anzuschauen. WoW, ja gut, das rühre ich auch nicht an, das verstehe ich auch nicht. Ich also, auch gesagt, nicht. WoW kann ich... Also in mir ist der Sammler erwacht, weil ich gedacht habe, du sammelst vielleicht auch und das würde ich eben auch... das könnte ich dann so richtig nachvollziehen, weil ich sammle ja auch Sachen... die nicht jeden interessieren, ja. Also popelige Comics habe ich halt. Ich sammle halt die Superman-Comics der 60er, 70er und 80er Jahre. Ich sammle Romanhefte und so weiter und so fort. Und Spiele natürlich auch, ja, Spiele. Ja. Und das ist für Außenstehende ja auch nicht nachvollziehbar zum Teil. Was willst du denn mit diesen ollen Spielen, ja? Deswegen habe ich eben gedacht, vielleicht kannst du mir sagen, Mensch, da gibt's das und das Pony und das ist so und so viel wert. Gibt's doch mit Sicherheit auch irgendwelche Ponys, die sau viel wert sind, oder? Dafür ist es noch zu früh, glaube ich, weil die Serie ist ja gerade erst seit 2010 am Start.
Und das Merch ist seitdem natürlich auch erst am Start überhaupt. Also vorher gab es ja gar nichts. Also das ist alles so relativ jung. Natürlich gibt es halt von den älteren My Little Pony Sachen auch Figuren und sowas von 1980 und so. Aber die Bronies interessieren sich wirklich nur für die aktuelle Generation, Generation 4. Das darunter interessiert gar nicht, weil das mit der Serie, die Lauren Faust da kreiert hat, nichts mehr zu tun hat. Ah, okay. Alles da muss klar. man muss wirklich da einen Trennstrich ziehen, einfach, als hätte es da erst begonnen. Deswegen, also. Ich frag nochmal provokativ, ich weiß nicht, ich bin manchmal so, ich kann nichts dafür. Mach einfach. Wie bist du denn in die Scheiße reingeraten, ne? Wolltest du als Kind irgendwie einen Pony haben oder hast du nie eins gekriegt oder was? Ich wohne auf dem Lande lange Zeit als Kind oder hab lange Zeit gewohnt. Ich hatte 5 Pferdehöfe in der Umgebung. Also wenn ich Pferde sehen wollte oder Ponys, brauchte ich nur rausgehen. Die haben mich da gar nicht interessiert. Also meine Leidenschaft für echte Pferde halten sich in Grenzen. Natürlich, wenn ich mal mit dem Hund spazieren gehe oder so, dann streiche ich mal so ein Pferd am Rand, aber das war's auch. Aber nee, das kam daher. Ich habe mir, sag ich mal, damals mit meinem Kanal auch so die Angebot gemacht, mal über Alltägliches zu reden. Also nicht immer strikt Gameplay, weil das wird langweilig. Ich habe auch über Alltag geredet und natürlich auch über Fernsehen und was halt so läuft, weil wenn man den ganzen Schund auf RTL und so anguckt, kriegt man ja heutzutage Kotzkrämpfe. Und ich habe da wirklich mal durchgeguckt, was kann man heutzutage eigentlich Kindern im Fernsehen noch vorsetzen. Wir sind damals mit so schönen, großartigen Serien wie Cat Weasel oder so bin ich groß geworden, Alf etc. sowas halt, was wirklich auch lustig war, was schön war. Entschuldige, ich habe hier einen Fahrradfahrer. Ich habe in meinem ganzen Leben hier noch keinen Fahrradfahrer. Hallo? Bei mir gab es gerade rote, hat sie mitgenommen oder hat sie mitgenommen? Ja, hast du es gesehen? Der ist voll in den LKW reingefahren. Ja, ich hab das aber gesehen. Aber es ist nichts passiert. Es ist mal wieder ein Hologramm gewesen. Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, ob das so im Spiel so drin ist, der Radfahrer. Ich habe noch nie einen Radfahrer gesehen. Oder ob das irgendwie ein Mod ist irgendwo. Keine Ahnung. Aber das hat mich jetzt schockiert. Ich habe gehupt, weil ich gedacht habe, der fährt mir da ständig vor die Linse und dann fährt er in den anderen LKW rein. Komisch. Also du bist mit Cat Weasel aufgewachsen. Das kenne ich natürlich auch noch, ne? Ja. Ist klar. Cat Weasel, sowas halt, Alfred Jodokus Quack, um zum Beispiel auch noch zu ein paar Cartoons zu nennen. Ja. So mit sowas bin ich halt groß geworden, weil wir hatten nur ZDF Erste und sowas lief da halt auch nur damals. Ja. Und ansonsten war ich, bis mein Asthma diagnostiziert wurde und ich immer nach Hause musste, eigentlich auch ein Draußenkind. Nur wenn dann immer Pollen und so waren und ich da kurzatmig irgendwo auf der Straße lag, das fand keiner toll. Also da ja, da macht man so ein bisschen einen schlappen Eindruck auch, ne? Ja, und... Ich kenne das. Ich hab's nur ganz minimal. Ich wohne jetzt auch mitten in der Stadt mittlerweile, hab kein Problem mehr. Ein bisschen Asthma hatte ich auch immer im Sommer durch die Pollen. Das war bei mir so ähnlich. Aber nie so irgendwie, dass es lebensgefährlich gewesen wäre. Ja, da bin ich ein paar Mal... Ich bin einmal, sag ich mal, fast meinen Freunden weggestorben bei einer Übernachtungsparty, wo er... Da war es wegen einem Lachanfall. Da habe ich so gelacht, da ist es in Asthma übergegangen und hat sich meine Luftröhre gesagt, so, ich mach dicht. Ja, das ist nicht nett. Und dann kriegt man Panik und dann wird's noch enger, richtig? Genau. Ja. Also ich hatte da schon meinen fairen Anteil mit Asthma. Das ist, also viele haben mir immer gesagt, oh, heul nicht rum, du hast Asthma und sowas. Ich sag mal so, ich habe Anstrengungsasthma. Das ist nochmal was anderes als irgendwie allergische Reaktionsasthma. Da gibt es wieder so viele Unterdinger. Ich weiß nur, wenn es mir schlecht geht, ich habe einen Inhalator in der Tasche, benutze ihn, sonst stirbst du. Ja. Nee, also das ich zu dem Thema mit deinen Ponys, wenn ich da so ein bisschen provokativ bin, das meine ich auch nicht böse. Ich glaube auch, dass das rüberkommt. Manchmal verstehen mich Menschen nicht so, wenn ich... Oh, jetzt habe ich wieder für die rote Ampel 320 Euro abdrücken müssen. Oh. Mann. Das war teuer. Manche verstehen mich da nicht so ganz, aber ich merke schon, wir haben so ein bisschen auf einem Draht. Ja. Das merkt man ja relativ schnell, da kann ich mal ein bisschen fieser sein. Aber ganz ernsthaft, was mich wirklich interessieren würde, weil du auch Pokémon erwähnt hast. Ich persönlich könnte jetzt Pokémon nachvollziehen. Und zwar deswegen, weil es da um Kampf geht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was diese Ponys machen. Was machen die? Kämpfen die auch irgendwie oder was oder wo? Weil ich glaube halt, dass Jungs schon, mag sein, dass es durch irgendwelche Rollenklischees da reingepresst wurden, schon eher auf den Kampf stehen und so. Es wird immer gesagt, Jungs sollen auf Kampf stehen und Mädchen sollen lieb und brav sein. Das ist halt so eine Rolle, in die man als Kind hineingezwängt wird. Das Beispiel ist einfach schön. Du nimmst eine Actionfigur, irgendeinen Transformer und in der anderen hast du eine Ponyfigur. So, vor dir hast du einen Junge, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, beide im gleichen Alter, sagen wir mal 3-4 Jahre. Du gibst doch automatisch dem Jungen den Transformer, ohne zu denken, und dem Mädchen das Pony. Richtig, da gibt es auch Versuche, die in diese Richtung gehen. Ja, genau, das ist einfach so, wir werden in diese Stereotype reingequetscht und ja, deswegen. Ja, was machen diese scheiß Ponys jetzt? Ich will das wissen. Ja.